Klar und sonnig. Vielleicht habe ich. Erstmal gucken, ob ich was ernten kann. Denn jetzt bin ich so geldgeil geworden. Blumenkohl ist fertig. Ich glaube, da wird auch nochmal richtig Geld in die Kasse kommen. Was pflanzen wir da an? Ich weiß es noch gar nicht. Ich könnte alles anpflanzen. Ach, weg damit. Weg damit. Was pflanzen wir an? Ich glaube, ich mache Steckrüben. Wenn ich sie finde. Diesen Zierlauch werde ich übrigens nie wieder anpflanzen. Da braucht man eine Unmenge an Platz im Inventar. Heute ist eh nicht viel mit irgendwas tun, weil heute ist ja dieses Eierfest. Mann, wieso ist das denn einmal so laut? Was mache ich wieder? Was könnte ich denn jetzt als nächstes da reinhauen? Versuchen wir mal die. Was wollte ich jetzt zurückschmeißen? Keine Ahnung. Ach ja, die habe ich. Hauen wir mal Sternfrüchte rein. Das geht bestimmt auch mal Sternfruchtmarmelade. Ah, hat sich auch die Queenie mal einen Schulterklapper verdient. Ja, du siehst das kleines Kätzchen. Oh, ich knuddel dich und wuddel dich, bis dir die Luft wegbleibt. Hm, Gewürzbeeren. Drei Stück. Da fällt mir eigentlich, wollte eigentlich gerade leiser machen. Weiß nicht, warum es mit einmal bei den lauter geworden ist. So. Und diese seltene Frucht wächst auch noch nach. Ich wollte gerade sagen, ich habe die Gießkanne vergessen, aber ich gar nicht. Ach, mir doch egal. Bis 14 Uhr kann ich ja da sein. Und ist okay, wenn ich ein bisschen später auftauche. Mache ich tatsächlich bei dem Fest morgen auch, weil ich nochmal arbeite. Und das geht eigentlich schon um 3 los und ich arbeite bis 4. Und dann sitze ich immer noch gut eine Stunde im Auto. Das ist immer sehr schön. Wenn man die ganze Zeit im Auto sitzt, weiß man, was man den Tag gemacht hat. Auto sitzen. So, jetzt kommt der. Jetzt machen wir erstmal Wasser. Dann kommt der Fertilizer überall drauf. Gar kein Problem. Hey, wäre ich gestern schlau gewesen und hätte es gemacht, dann. Ich wollte diesen blöden Fisch haben. Wenn ich das Ei auf Suchen verpasse, ist mir jetzt auch egal. Meine Farm muss wachsen. Farmarbeit ist hart, da bleibt der Spaß auf der Strecke. Oh, wie auch immer ich das mache. Hat überhaupt noch jemand Stardew Valley von mir? Wahrscheinlich nicht.
Ja. So, die haben wir am besten hier hin. Und jetzt kommen die beliebten Sternfrüchte. Auch in Stranded erhältlich. Ich glaube, das reicht fast gar nicht, was ich gerade habe. Oh. Perfekt. Jetzt gehen wir erstmal zum Eierfest, denn das ist mir tatsächlich doch wichtiger. Es ist halt wichtig, dass die Leute uns mögen. Das sollte man nicht vergessen. Dann gehe ich schnell in den... mache ich meine Tiere, gehe nochmal in den Wald. Ja, Clint's Mission konnte ich eh vergessen. Ah! Meine. Ich habe ja diesmal Geld. Richtig! Die konnte ich erst letztes Jahr nicht holen, weil ich ja kein Geld hatte. Aber dieses Jahr haben wir richtig viel Geld. Unsere Hennen mussten Überstunden machen, dieses Fest vorzubereiten. Sie verdienen das Beste heute Abend, eine Runde saftigen goldenen Mais. Hi Linus! Keiner redet wirklich mit mir, ich komme nur wegen der gefüllten Eier. Oh, lecker. Gibt's irgendwo noch mehr zu essen? Ich muss meinen Frust wegessen, weil Emily mich mehr liebt. Ich habe Punsch aufgebessert. Das bleibt nur ins Kindchen. Ich hoffe, allen schmeckt das Essen. Ich habe tagelang gekocht, um es vorzubereiten. Spiegeleier, abgekochte Eier, gefüllte Eier, Rührei, Schokoladeneier und so weiter. Nicht zu vergessen die verlorenen Eier, die ich nicht mehr finden kann. Naja, schon etwas merkwürdig, sowas zu essen. Nö, eigentlich nicht. Der Frühling ist eine sehr geschäftige Zeit. Es geht nichts über einen freien Tag, um nach Freunden zu planen. Aber mir liegt die Eiersuche schon für Kleidung. Selbst in meinem Problem verpasse ich nie ein Stadtfest. Ich bin kein großer Fan von Eier, um ehrlich zu sein. Hallo. Ja, jetzt haben wir so Stecke hier, allzu gut und keiner findet sie. Naja, bis der Sommer dann kommt und die eisende Person bringt schließlich den vollen Geruch an den Tag her. Ich versuche jeden Tag mindestens 3 Eier zu essen. Ich brauche das Protein für meine Beine. Was machst du denn? Welches Bein? Yeah, dieses Fest ist schon ganz nett. Aber was ich mich wirklich freue, ist der Blumentanz und der ist überhaupt noch nicht da. Er will, will, will. War hier unten. Ach, interessant. Der Ab. Man kann gar nicht mehr in die Abwasserkanäle gerade. Da wollte ich halt auch nochmal vorbeischauen, weil ich ja jetzt so viel Geld habe. Es gehört mal ein Eierwerfen mit faulen Eiern. Bürgermeister Louis hat mich schneller eingesetzt. Oh. Meine Allergien. Nach Einsuchung ist fast wie eine Schatzsuche. Weißt du, einerseits Abigail will immer eine Abenteuerin machen, aber macht irgendwie nie. Das ist immer das Problem der Leute. Machen wollen, aber nicht tun. Wann beginnt die Eiersuche? Ich bin so aufgeregt. Hoffentlich kann ich mal ein paar Eier finden, bevor Vincent sie alle schnappt. Gib sie einfach mir, dann gewinne ich. Die Kinder freuen sich schon seit Wochen auf dieses Fest. Ich freue mich immer auf diesen Sommerkampf, da ist ein richtig gemeinschaftliches Gefühl im Tag. Ich habe gar nicht so viel Stimmen. Dieser Früchtepunsch ist ungewöhnlich gut. Gelegentliche Pausen bei der Arbeit können auf lange Sicht die Produktivität steigern. Und das Haarwachstum. Aber meine Produktivität ist eh am Arsch, weil ich nie etwas am ganzen Tag tue. Ja, willkommen beim Eierfest, dank meiner wundervollen Hände. Noch nicht. Oh, ich dachte gerade, es ging trotzdem los. Ja, dieses Fest war schon immer Tradition. Ich erinnere mich noch an das allererste Fest anno 1602.
Damals war ich noch jung und knackig. Apropos jung und knackig. Tradition verbindet uns mit der Vergangenheit und der Zukunft. Angenehmes Gefühl. Worüber sind alle so glücklich? Eier, warum Eier? Eier, wir brauchen Eier. Jody! Vincent liegt, es ist schön, ihn so glücklich zu sehen. Ja, glückliche Kinder sind echt was Schönes. Ich bin seit Tagesanbruch wach und färbe Eier. Mein absoluter Lieblingsteil dieser Jahreszeit. Ja! Ja. Ich werde wieder versagen, ich weiß es. Das ist einfach nicht mein Wettbewerb. Sorry, Leute. Ja. Nein, verschwendet eure Energie jetzt schon. Abigail wird wahrscheinlich wieder gewinnen. Ich glaube, es gewinnt immer derselbe. Da komme ich nicht ran. Uah. Übrigens schön, dass die auch im Friedhof versteckt werden. Ich versuche mich mal zu konzentrieren, ja? Sind hier keine? Na super, das war eine Sackgasse, glaube ich. Da ist eins. Da komme ich nicht ran! Schöne Scheiße. Das ist ja gemein, da waren zwei Stück, an die kann ich nicht ran. Da war diese blöde sind die blöden Fahnen im Weg. Wer versteckt denn da die Eier? Da hätte ich 11 zusammengekriegt. Wow, schau dich all diese Eier an. Wenn ich Kinder zu kriegen würde, müll sie auf den Set sammeln. Ich mache das schon in der Stadt, ist kein Problem. Und jetzt geht der Gewinner der richtigen Eiersuche. Ich will nicht gehen. Ich hab gewonnen! Ich bin der Beste, ich hab alle Kinder geschlagen. Hier ist dein Preis, viel Spaß. Ein Strohhut, na toll. Nun, das war's einfach, dieser Dank, dass ihr dabei wart. Ich hab einen Strohhut bekommen. Was? Einen blöden Strohhut? Damit kann ich nicht viel anfangen. Wie sieht denn der aus? Wo ist denn der? Luftig und cool, die Freude für jeden Bauern. Ah. Jetzt sehe ich wirklich aus wie Farmer Cletus. Cletus is lectured yokel. So, ich will ja trotzdem jetzt in den Wald gehen unbedingt. Ich ging nachts mit dir durch den Wald. Ich hielt sie fest im Arm, denn es war sehr kalt. Das haben wir ja schon mal gesungen. Diesmal habe ich tatsächlich nicht mal aufs Hartholz abgesehen, sondern auf was anderes. Auch eigentlich nicht auf die Gegner. Nein, ich muss zu diesem Typen. So, das müsste ich doch hier abgeben, oder? Hä? Ist es nicht das? Muss ich das nicht hier abgeben? Okay, ich hätte gedacht, das ist das. Hab ich... Hä? Irre ich mich? Ich hätte nicht gedacht, dass es das ist. Ich hau mal lieber ab, bevor es zu dunkel wird. Wisst ihr was? Das ist ein Fall für den Kaffeemann! Uah! Viel besser. Wenigstens das Gewächshaus habe ich heute noch fertig gemacht, aber... Die Hühner soll ich wenigstens heute noch machen. Wie viel Heu habe ich eigentlich noch? Null! Ich muss unbedingt Heu kaufen.
Was verpisst euch? Stehviecher mir auch noch im Weg. Ich muss unbedingt Heu kaufen. Nein! Hör auf, das essen zu wollen! Mann, du Pisser! Ach, Inventar voll, okay. Ach, wisst ihr was? Was kann ich wegschmeißen? Hier, ein Harz. Ah! Ach, dann seid ihr heute erlöst. Das Ding verkaufe ich jetzt aber trotzdem nicht. Ich gehe einfach mal ins Bett. Einen Tag spiele ich heute noch, dann habe ich eine Woche lang wieder Folgen. Genau, richtig. Da ich jetzt, ach, das Blumenkohl habe ich ja eh verkauft. Da ich jetzt auch so Escapists aufnehme und das immer im Wechsel mache, habe ich tatsächlich relativ viel Zeit. Dann ist Stardew Valley auch nicht so, sagen wir mal, dann wird es nicht so eintönig für mich auch.